und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute mache ich mit euch eins meiner absoluten Lieblingsgebäckstücke, das ist der Hefeknoten. Und früher bin ich dafür regelmäßig in die Bäckerei gelaufen. Heutzutage mache ich sie selber und ich habe es vom Zucker her so ausgependelt, dass man es süß genauso saftig, wollte ich schon sagen, also deftig belegen kann. Und ich zeige euch einfach mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen dafür 750 Gramm Weizenmehl. Normalerweise nimmt man ja das 550er. Ich nehme für die Hefeknoten gerne das ganz normale 405er. Dann 375 Gramm Milchzucker haben wir, 90 Gramm. Butter 75 Gramm. Wir brauchen 1,5 Teelöffel Salz. 30 Gramm Hefe, ein Ei und einen halben Esslöffel Zitronenschale. Zum Bepinseln braucht ihr ein Ei, eine Prise Zucker und Salz. Und was es damit auf sich hat, warum Zucker und Salz, das erkläre ich euch gleich. Wir fangen einfach damit an, dass wir die Milch in den Mixtopf geben, geben den Zucker dazu. So. 30 Gramm von unserem Hefewürfel. Ja, fast. Da. Sehr schön. Die Butter dazu. Und das Ganze erwärmen wir jetzt. Drei Minuten, 37 Grad auf der Stufe 2. Weiter geht's mit unserem Mehl. Das geben wir jetzt hinzu, das sind 750 Gramm. Dann kommt noch das Ei hinzu. Das habe ich so ein bisschen verkleppert. Verkleppert sagen wir dazu. Okay, verquirlt in ordentlichem Deutsch. Verquirlt. Dann, was habe ich gesagt? 1,5 Teelöffel Salz. Und ein Esslöffel, einen halben Esslöffel geriebene Zitronenschale. Das gibt so ein schönes, frisches Aroma, sticht allerdings nicht raus, sodass man es extrem schmecken würde. Das Ganze wird jetzt verknetet auf der Teigstufe 5 Minuten. So, ich fette mir jetzt hier gerade meine Schüssel ein, in den ich den Teig umfülle. Normalerweise lasse ich den ja hier drin gehen, aber da 750 Gramm sind, reicht der Topf dafür nicht aus. Deswegen fülle ich es um in eine Schüssel und lasse es da drin dann eine Stunde gehen. Und ausfetten, wie immer, mit meinem Wundermittelchen, dem Backtrennmittel. Da bleibt nichts haften. Der plumpst nachher ganz einfach raus aus der Schüssel. So. Wer das noch nicht kennt mit der Teigschraube, also alle meine Tools und was ich benutze und was ich selber empfehlen würde, das verlinke ich euch einfach unten unter dem Rezept. Den Rest kriegen wir auch noch raus. Jawohl. Und wie gesagt, Deckel drauf. Eine Stunde stehen lassen und gut ist, dann sehen wir uns wieder.
Weiter geht's. Schaut mal. Oh, ist der aufgegangen? Das ist ja, ich liebe das ja, ne? Guckt euch das mal an, was der für eine Konsistenz hat. Genial. Wunderbar. Jawohl. Freue ich mich jetzt schon drauf. So, eure Backmatte schön einpudern mit Mehl und dann einfach raus. Und ihr seht, wie super leicht das alles jetzt rausgeht, dadurch, dass ich das mit diesem Backtrennmittel eingefettet habe. Und ihr formt euch und ihr seht, wie schön fluffig der ist. Macht euch einfach eine Rolle. So. Und dann schneidet ihr euch einfach ja, so handtellergroße Stücke raus. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ups, das ist ein bisschen weniger. Dann nehmen wir hier so ein bisschen von jedem raus. Na, klappt das schon. So, wie forme ich jetzt die Knoten? Auch ganz leicht. Also es sieht komplizierter aus, als es ist. Ich rolle das zuerst einmal in ein Würstchen. Es ist auch gar nicht so schlimm, wenn es halt nicht so gleichmäßig ist. Ich messe das mal gerade aus. Ja, jetzt sagt es hier 34. Das reicht auch schon, 34 cm. Und ihr legt euch das so zusammen, dass es überkreuz ist, wie so zwei Öhrchen. Und dann steckt ihr das rechte Öhrchen einfach ins Loch, zieht es durch und das da klappt ihr einfach unten drunter. Und schon habt ihr einen Knoten. Seht ihr? Ich mache es nochmal. Ist wirklich leicht. Einfach ein Würstchen rollen. Ja. Dann einfach überkreuzen. Dieses Teil einfach in die Mitte stopfen. Und das andere drunter. Und schon habt ihr euren Knoten. So sehen jetzt meine aus. Die lasse ich jetzt noch ungefähr, ja, so 20, 25 Minuten gehen. Ich lege ein Küchenhandtuch drauf und in der Zeit heizt ihr dann euren Ofen vor auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Meine Hefeknoten sind toll aufgegangen. Also ich freue mich, die sehen richtig gut aus. Und jetzt verschlage ich mir hier gerade ein Ei mit einer Prise Salz und einer Prise Zucker. Warum mache ich das? Erstens, damit die natürlich eine schöne Farbe bekommen, aber macht ihr ein bisschen Salz und Ei mit rein, dann werden die euch nicht schwarz beim Backen, also zu dunkel. Schwarz sollten sie ja eh nicht werden, aber sie werden euch auf jeden Fall nicht zu dunkel. Und damit streicht man jetzt die Hefeknoten schön ein. Fertig sind sie, schön eingepinselt und glänzen. Und die schiebe ich jetzt in meinen vorgeheizten Ofen auf die zweite Schiene von unten. Dort bleiben sie ungefähr für 30 Minuten, kommt ja auf euren Ofen an, deswegen nach 25 Minuten einfach mal nachschauen. So, freue mich. Ich hole sie mal raus. Meine waren jetzt 25 Minuten drin. Es kommt immer wieder auf den Ofen an. Meiner ist nun mal ein ziemlich starker Ofen. Da ist mir am Anfang immer schon manches verbrannt.
Mittlerweile habe ich es raus. Eurer braucht vielleicht 30. Wie gesagt, ihr müsst sie beobachten. Schaut mal. Die sind toll. Die sind so toll. So, ich hebe jetzt mal einen hoch. Ja, und wenn sie sich so hohl anhören, dann sind sie, ach, schaut mal, dann sind sie wirklich gut. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich keinen kaputt machen. Eigentlich nicht. Aber ich nehme sie mal auseinander. Oh, schaut mal. Schaut mal. Oh, guckt mal, wie fluffig die sind. Ich bin immer wieder begeistert. Nur von einem nicht. Vor dieser einen Fliege. Die nervt mich schon seit einer halben Stunde und ich krieg sie nicht gefangen. Wir haben direkt hier hinterm Haus einen Garten, ne? Und so ist es. So ist es halt. Wir bekommen jetzt im Sommer neue Fenster. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Filmchen drehen machen soll. Da ist sie. Ich weiß nicht, wie ich das mit dem Filmchen drehen machen soll, weil ja, es wird ziemlich staubig und dreckig. Mal schauen, wie ich es mache. Vielleicht baue ich dann meinen Thermomix im Büro auf und mache da meine Arbeit. Keine Ahnung. Naja, mir fällt schon noch was ein. Auf jeden Fall bekomme ich dann eine Balkontür mit einem Fliegengitter. Dann habe ich Ruhe, hoffe ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Feierabend. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und ich habe noch ganz viele andere leckere Brot- und Brötchenrezepte. Die findet ihr hier oben unter dem Info-Button. Und ja, lasst es euch einfach schmecken und genießt euren Feierabend. Bis dann. Ciao, eure Claudia.